Ja, schön, dass ihr Kinder da seid. Da kommt noch jemand. Ja, ich erzähle euch eine Geschichte von einem jungen Mann, der hieß Paul. Aber der war schon erwachsen, also schon junger Erwachsener. Und der hatte zu Weihnachten von seinem Bruder ein Auto geschenkt bekommen. Nicht so ein kleines Spielzeugauto, sondern ein richtiges. Schönes, großes, glänzendes Auto. Und dann war er bei der Arbeit und als er von der Arbeit zurückkam, ist er zu seinem Auto gegangen und wollte mit dem Auto wegfahren. Und dann hat er gesehen, wie ein Straßenjunge um sein Auto rumgelaufen ist und das Auto bewundert hat. Und dann hat der Paul zu dem Jungen gesagt, ja, das Auto, das habe ich jetzt bekommen. Was sagt der Junge? Das hast du bekommen. Ja, sagt er, zu Weihnachten habe ich das bekommen. Ja, sagt er, und mein Bruder hat mir das Auto geschenkt. Oh, sagt der Straßenjunge, und du hast nichts dafür bezahlen müssen? Nein, sagt er, ich habe nichts dafür bezahlen müssen, ich habe das Auto geschenkt bekommen. Oh, sagt der Junge, ich wünschte, und hat der Paul gewusst, was hat er sich wohl gewünscht? Was hätte er sich wohl wünschen können? Paul hat gedacht, der hat mir bestimmt gewünscht, wenn ich auch so einen Bruder hätte, der mir auch so ein schönes Auto schenken würde. Aber was sagt der Junge? Was ganz anderes. Der Junge sagt, ich wünschte, ich könnte auch so ein Bruder sein, dass ich meinem Bruder auch so ein Auto schenken könnte. Oh, hat Paul gedacht. Das habe ich aber nicht gedacht, dass er sowas gewünscht hat. Und da war sein Herz so angerührt und dann hat er zu dem Jungen gesagt, willst du mit mir eine Runde fahren mit dem Auto? Ja, sagt der Junge. Gern. Und dann steigt er ein und sie fahren eine Runde und der Junge ist ganz begeistert, wie das schöne Auto, neue Auto so schön fährt. Und dann sagt der Junge zu dem Paul, könntest du bei mir zu Hause vorbeifahren? Ja, natürlich, sagt der Paul. Und der Paul hat gedacht, was meint ihr, warum der Junge wohl da vorbeifahren möchte bei sich zu Hause mit dem schönen neuen Auto? Was könnte der Grund sein? Paul hat gedacht, bestimmt, weil er seiner Familie zeigen möchte, was für ein tolles Auto er drin sitzt und mitfährt. Aber er hat auch wieder falsch gedacht. Als sie bei ihm zu Hause ankamen, hat der Junge zum Paul gesagt, kannst du eben hier anhalten, da bei den zwei Stufen, da wohne ich. Ja, ja, sagt der Paul. Ja, und er hält an, der Junge springt raus, läuft ins Haus rein und kommt wieder zurück. Und als er zurückkommt, hat er auf seinen Schultern seinen kleinen, verkrüppelten Bruder. Und den bringt er raus. Und dann sagt der Junge zu seinem Bruder, siehst du, das ist das Auto, von dem ich dir erzählt habe. Und das ist der Paul, der von seinem Bruder das Auto geschenkt bekommen hat. Und wenn ich groß bin, dann schenke ich dir auch so ein Auto. Und dann hat der Paul gedacht, der wollte zu Hause nicht vorbeifahren, damit alle sehen, was für ein tolles Auto er fährt, sondern um seinem Bruder zu zeigen, was er für ihn tun möchte. Und dann hat der Paul gesagt, komm, möchtet ihr beide mit dem Auto mitfahren? Ja, natürlich. Und dann ist der Paul ausgestiegen und hat den verkrüppelten Bruder auf den Beifahrersitz gesetzt und der andere Straßenjunge hat sich dazugesetzt und dann ist er mit den beiden durch die Gegend gefahren. Und das war eine seiner schönsten Fahrten, die er gemacht hat. Und da hat er doch gedacht, dass das Wort, was Jesus gesagt hat, wahr ist, geben ist seliger als nehmen. Wenn man für andere da ist und für andere denkt und anderen was schenkt, ist das schöner, als wenn man selbst was Schönes geschenkt bekommt. Und der Paul hat was geschenkt bekommen, schönes Auto. Aber der Straßenjunge, der wollte für seinen Bruder das Beste und ihm was Gutes schenken. Das war die Geschichte für euch Kinder. Dürft ihr wieder auf eure Plätze gehen. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ich freue mich, dass wir heute Abendmahl gemeinsam haben.
Danke Gott, dass wir Zeit haben, Gemeinschaft zu haben und unter Gottes Wort zu stehen. Ich wünsche mir, dass Gott, der Heilige Geist, heute unter uns wirkt und dass wir durch das Abendmahl, was wir heute feiern, Jesus näher kommen. Was ist heute einzigartig? Einzig in seiner Art? Gibt es das überhaupt noch? In einer Zeit, in der die Superlative, ob in der Werbung, im Sport, in der Geschichte, in der Wirtschaft, immer mehr überall gebraucht werden, wo eine Steigerung die andere jagt. In der Zeit, in der das Einzigartige von heute, morgen schon wieder Schnee von gestern ist. In der heutigen Zeit gibt es kaum noch etwas Einzigartiges. Aber gerade deshalb möchte ich mit euch heute im wahrsten Sinne des Wortes ein einzigartiges Beispiel näher betrachten. Ein einzigartiges Beispiel, einzigartig in der gesamten Menschheitsgeschichte, was es sonst nie gab und auch so nie wieder geben wird. Und dieses einzigartige Beispiel hat Jesus uns gezeigt. Er hat es praktiziert. 24 Stunden, keine 24 Stunden vor seiner Kreuzigung. Und es wird auch Bestandteil unseres heutigen Gottesdienstes sein. Ich lade euch ein, Johannes Kapitel 13 aufzuschlagen. Johannes Kapitel 13. Und dort lesen wir einige Verse raus. Ich lese erstmal Verse 1 und 2. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und beim Abendessen, als schon der Teufel, dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, aber Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte, dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Da stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Und ich lese Vers 12. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Dieses einzigartige Beispiel Jesu, das ich meine, darüber wollen wir jetzt ein bisschen nachdenken, über die Fußwaschung. Warum ist die Fußwaschung einzigartig? Verstehen wir eigentlich, was Jesus hier getan hat? Jesus fragt sie: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Natürlich haben sie gewusst, dass er ihnen die Füße gewaschen hat. Aber es war weit, weit mehr als nur die Füße waschen. Verstehen wir, was Jesus getan hat und warum wir die Füße waschen? In einigen Minuten bist du zur Fußwaschung eingeladen. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal näher damit beschäftigt hast, was das bedeutet. Wann wurde die Fußwaschung praktiziert? Zu welchen Anlässen und von wem? Wer führte sie durch? Und was beinhaltete sie? Ein paar Hintergründe aus der Zeit der Antike von damals. Zur Zeit vom Alten und auch vom Neuen Testament war das Waschen der Füße rein praktisch notwendig. Natürlich, auch wir waschen uns ab und zu die Füße. Aber es war damals noch notwendiger als heute. Sowohl zur Erfrischung als auch zur Reinigung. Fast alle Menschen, Männer und Frauen,
trugen damals offene Ledersandalen, meistens nur eine flache Sohle und einige Schnürriemen drüber. Und die Armen und die Gefangenen gingen sogar barfuß. Das heißt, die Füße waren ständig und damals waren die Straßen auch nicht geteert, sondern es waren meistens ja, normale Straßen, also so mit auf Erde sind sie gelaufen. Das heißt, sie hatten ständig schmutzige Füße. Die Füße waren ständig Staub und Schmutz ausgesetzt. Und wenn man jetzt irgendwo ins Haus ging, dann gab es die normale Fußwaschung im eigenen Haus. Aber sie war auch ein Zeichen von Gastfreundschaft. Wenn man Gäste hatte, dann ließ der Hausherr seinem Gast die Füße waschen. Und von wem wurde die Fußwaschung durchgeführt? Es heißt in dem Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch: Zu den Arbeiten des nichtjüdischen Sklaven gehörte unter anderem auch dies, dass er seinem Herrn die Füße wusch. Der Sklave jüdischen Herkommens war dazu nicht verpflichtet. Das heißt, sogar unter den Sklaven gab es verschiedene Abstufungen. Es gab Sklaven, die jüdischen Herkunft waren, die mussten das nicht unbedingt tun, es war nicht ihre Verpflichtung, aber Sklaven, die nicht Juden waren, die waren dazu verpflichtet, dem Herrn oder auch den Gästen die Füße zu waschen. Das heißt, es war die Arbeit des niedrigsten Sklaven im Haus, das zu tun, seinem Herrn die Füße zu waschen. Es heißt weiter in dem Zitat: Zu den Pflichten der Frau gegen ihren Mann wird auch das Waschen seiner Füße gerechnet. Und Söhne und Töchter sind verpflichtet, auch dem Vater die Füße zu waschen. Das heißt, einerseits war die Fußwaschung für den, dem die Füße gewaschen wurden, eine Ehrung und Zeichen der Wertschätzung. Aber auf der anderen Seite auch für den, der sie verrichten musste, eine erniedrigende Pflicht, eine unfreiwillige Sklavenarbeit. Es waren eigentlich zwei Dinge damit ausgedrückt. Einmal dieser untere Dienst wie ein Sklave, aber auch ein Zeichen der Ehrung und Wertschätzung. Und Jesus, wie war es bei ihm? Warum wäscht Jesus seinen Jüngern die Füße? Und was bedeutete diese Fußwaschung Jesu für sie? Ich denke, es gibt eine ganze Reihe von Aspekten, was das bedeutet. Ich möchte jetzt vor allen Dingen einen Aspekt herausgreifen, einen Schwerpunkt. Und dieser Schwerpunkt, den finden wir, das haben wir eben gelesen, in Johannes 13, Verse 1 und dort im zweiten Teil. Dort steht nämlich: Und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Man kann diesen letzten Teil auch so übersetzen, vom Griechischen her: So liebte er sie bis aufs Tiefste. Er liebte sie bis aufs Äußerste. Das bedeutet, dass Jesus mit der Fußwaschung seinen Jüngern ein einzigartiges Beispiel seiner Liebe zeigt. Und die Liebe Jesu ist, denke ich, ganz besonders gewesen. Er hat die göttliche Liebe in seinem Leben offenbart. Sein ganzes Leben zeugte von der Liebe Gottes. Und Liebe drückt sich in verschiedener Art und Weise aus. Liebe soll man mit Worten ausdrücken, aber auch mit Taten ausdrücken. Und Jesus hat es getan. Er hat seinen Jüngern immer wieder gezeigt, durch seine Taten, dass er sie liebt, dass er alles für sie tut, auch für die Menschen, denen er begegnet ist. Und er hat sie noch immer wieder gesagt. Wodurch hat Jesus seine Liebe gezeigt?
Wie verdeutlicht Jesus seine Liebe durch die Fußwaschung? Er sagt selber in Vers 14, in Vers 13 und Vers 14, ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Er hat sich selbst meistens nicht als Herr und Meister anreden lassen, aber er war es. Er ist den unteren Weg gegangen, den Weg des Dienstes. Das heißt, wenn er der Meister, der Lehrer, der Herr ist, und wenn man dann den Hintergrund der Fußwaschung sich anschaut, dann war er eigentlich derjenige, dem die Füße gewaschen werden mussten. Einzig und allein ihm. Ihm müssen seine Jünger aus Ehre und Dank die Füße waschen. Und in dem Moment, wo er mit seinen Jüngern zusammen war, in dem oberen Raum, und sie wollten das Passa feiern, und es war alles bereit. Die Schüssel war da, das Wasser war da, aber niemand war da, der bereit war, diesen Dienst zu tun. Warum eigentlich nicht? Naja, was war in den Köpfen der Jünger in dem Moment vorgegangen? Die Jünger hatten keine Gedanken der Liebe untereinander. In ihren Köpfen war die Frage, sie glaubten und sie hatten die letzten Tage und erlebt, wie Dinge sich veränderten. Sie glaubten, Jesus würde jetzt sein Reich aufrichten. Und sein Reich aufrichten heißt, er würde jetzt König werden. Und er ist ja eingezogen nach Jerusalem auf dem Esel. Und die Menge hat gerufen, Hosanna dem Sohne Davids. Das war für sie ein Signal, Jesus hat es angenommen, jetzt ist es soweit. Und sie haben schon in Gedanken ihre Posten verteilt. Wer ist der Größte? Wer kriegt welchen Posten? Und wenn jetzt jemand die Füße waschen musste, dann war der, der das getan hat, in den Augen aller der niedrigste Sklave. Und das wollte niemand. Jesus bückt sich als Rabbi, als Herr, in eine Schüssel Wasser und er wäscht jedem einzelnen seiner Schüler die Füße. Das heißt nichts anderes, als dass er als Herr und Meister, eigentlich als Gott, er war beides, er war Mensch und Gott, sich die Hände an den schmutzigen und staubigen Füßen seiner Jünger dreckig macht. Damals war die Fußwaschung nicht wie wir heute. Wenn wir heute uns die Füße waschen, dann waschen wir uns saubere Füße. Damals waren die Füße nicht sauber. Die waren schmutzig und stinkig. Jesus macht sich an den schmutzigen Füßen seiner Jünger seine Hände schmutzig. Das heißt nichts anderes, als dass Gott, der Schöpfer des Universums, sich in Jesus Christus demütigt und aus selbstloser Liebe den erniedrigsten Sklavendienst an seinen Geschöpfen verrichtet. Ja, sie ist nichts anderes als eine Offenbarung, eine Demonstration des Wesens Gottes. Diese Liebe, mit der er sich auf eine Stufe mit den heidnischen Sklaven stellt, denn es war der Dienst der heidnischen Sklaven. Diese Liebe, eine selbstlose Liebe, hat er offenbart. Diese Liebe heißt es im Griechischen, das ist die Agape-Liebe. Und Agape-Liebe heißt eine bedingungslose Liebe. Sie will dem anderen geben und für den anderen etwas sein, auch wenn die anderen es nicht annehmen und nicht verstehen, auch wenn die anderen es nicht wert sind. Wir hatten gerade vorgestern in unserem Seminar darüber gesprochen, wie die Brüder Jesu, es waren ältere Brüder, es waren Söhne und Töchter von Josef, und wie sie ihn, als er Jugendlicher war, abgelehnt haben.
und wie er sie geliebt hat, obwohl sie ihn abgelehnt haben, obwohl sie eifersüchtig auf ihn waren. Gottes Liebe, Jesu Liebe, hat er allen Menschen gezeigt. Und selbst seine Verräter. Neben seinem Kreuzestod ist die Fußwaschung Jesu wohl das größte und wirklich einzigartige Beispiel seiner Liebe zu seinen Jüngern. Aber nicht nur zu seinen Jüngern, auch zu seiner Liebe zu uns. Wenn Jesus heute hier wäre, dann würde er auch uns, auch dir, die Füße waschen. Und wenn wir nachher die Fußwaschung, wenn wir uns nachher gegenseitig die Füße waschen werden, dann dürfen wir uns auch vorstellen, dass es eigentlich Jesus ist, der sich vor uns hinkniet, der deine Füße persönlich waschen möchte. Aber er drängt sich dir nicht auf. Du kannst ihn und seine Liebestat an dir ablehnen, so wie zunächst auch Petrus. Petrus hat das in seinem Herzen nicht ausgehalten. Es war für ihn nicht möglich, dass Jesus sich vor ihm so erniedrigt. Aber Jesus hat ihm gesagt, dass es wichtig ist, dass es mehr ist als nur dieser Sklavendienst. Du kannst dir für diese Tat Jesu an dir schlecht und unvorbereitet oder stolz vorkommen. Aber du kannst auch durch diese Liebestat Jesus sein Herz öffnen. Und als Jesus den Jüngern die Füße gewaschen hat, haben sich ihre Herzen verändert. Das hat ihre Herzen weich gemacht. Und sie haben diese Liebe gespürt, die Liebe Jesu. Und sie haben gemerkt, dass ihnen diese Liebe fehlt. Sie haben nicht mehr darauf geschaut, was die anderen mir tun müssten und wie die anderen mich lieben müssten, sondern dass ihnen die Liebe in ihrem eigenen Herzen fehlte. Und sie haben ihre Herzen für Jesus geöffnet. Wir können Jesus willkommen heißen und seine Liebe an unser Herzen aufnehmen. Durch die Fußwaschung möchte Jesus dir seine unendliche Liebe zeigen. Er möchte sie dir persönlich demonstrieren. Er möchte dich an deinen Wert in seinen Augen erinnern. Jesus hätte jedem Menschen die Füße gewaschen und damit den Wert gezeigt. Die Fußwaschung zeigt auch den Wert, dass man diesen Menschen wertschätzt. Auf die Liebe kommt es an. Die Liebe ist der Unterschied. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe eben schon angedeutet, dass Jesus auch Judas die Füße gewaschen hat. Wir lesen dazu Vers 11 und Vers 12. Denn Jesus kannte seinen Verräter, darum sprach er: Ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder. Das heißt, Jesus, als er die Füße wusch, war Judas dabei. Judas ging erst nach der Fußwaschung hinaus. Jesus wäscht nicht nur seinen Freunden die Füße, den Jüngern. Nein, er wäscht sie und mit der gleichen selbstlosen Liebe, bedingungslosen Liebe, auch seinem Verräter, seinem Feind, Judas Iskariot. Er schenkt ihm auch seine Liebe, bietet auch ihm Reinigung und Umkehr an.
Er redet nicht nur von der Feindesliebe, er praktiziert sie auch. Und das heißt, übertragen auf uns heute, Jesus liebt dich in jedem Fall, egal wie dein Herz aussieht. Jesus liebt auch die unbekehrten Menschen, auch die, die in Feindschaft zu ihm stehen. Jesus liebt sie. Egal, was du getan hast, egal, wie deine Einstellung zu Jesus im Momentan ist, du kannst Jesu Liebe zu dir nicht verhindern. Er liebt dich. Vielleicht bist du nicht der Feind Jesu, aber vielleicht rebellierst du innerlich gegen ihn. Vielleicht fühlst du dich von ihm im Stich gelassen, fühlst dich enttäuscht, nicht verstanden von ihm. Vielleicht lebst du gerade in Distanz zu Jesus, hast keine Lust und keine Zeit für ihn. Vielleicht ist dir anderes wichtiger als Jesus. Oder vielleicht kannst du nichts mehr mit ihm anfangen. Wie auch immer dein Verhältnis zu Jesus im Moment aussieht, das weißt du selbst am besten. Aber egal, wie es zurzeit aussieht, wir dürfen eins nicht vergessen, Jesus liebt uns immer. Auch wenn wir es nicht spüren, auch wenn wir es nicht merken. Er ist auf unserer Seite. Er möchte uns seine Liebe schenken, zeigen. Und er möchte in unseren Herzen Liebe erwecken. Und Liebe kann nur durch Liebe erzeugt werden. Und indem Jesus seine Liebe uns zeigt, möchte er in unseren Herzen Liebe wecken. Indem Jesus aus tiefer und vielleicht auch aus trauriger Liebe die Füße seines Feindes Judas wusch, ruft er zu dir und dir zu: Ich weiß, was du getan hast. Ich weiß, was du vorhast. Ich weiß, wie deine Einstellung zu mir aussieht. Aber ich liebe dich trotzdem. Ich liebe dich wirklich, bedingungslos. Komm einfach zu mir. Und Ellen White schreibt es in dem Buch Sieg der Liebe: Als Jesus dem Judas die Füße wusch, hat Judas diese tiefe Liebe Jesu zu ihm gespürt. Und Judas, und diese tiefe Liebe hat ihn so stark angerührt, dass er kurz davor war, Jesus sein Herz vollständig auszuliefern. Und seinen Verrat und alles, was er, und seine Bosheit seines Herzens, alles zur Seite zu stellen und Jesus sein Herz auszuliefern. Aber er hat es nicht getan. Er hat in dem Moment sein Herz verstockt. Deswegen, Jesus möchte dein Herz erreichen. Durch Liebe. Du kannst dein Herz nicht selbst verändern. Du kannst nicht selbst Liebe in dir hervorbringen. Das geht nicht. Aber wenn wir Jesu Liebe sehen und erkennen, dann dürfen wir sie annehmen. Und wenn wir zu Jesus kommen und ihm unser Herz geben, wenn wir ihn unser Herz einlassen, dann füllt er unser Herz mit Liebe. Die anderen 11 Jünger haben es getan und ihre Herzen wurden von Liebe erfüllt. Judas nicht. Judas hat sein Herz verschlossen. Was waren die Folgen von Jesu Liebe? Was für Auswirkungen hatte und hat dieses einzigartige Beispiel der Liebe Jesu? Wir lesen in Johannes Kapitel 13, Verse 34 und 35. Das war kurz nach dem Abendmahl.
Und Jesus sagt hier zu ihnen: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Dieses Gebot, was Jesus ihnen hier gibt, können wir aus eigener Kraft nicht tun. Aber interessant ist, wenn Gott etwas sagt, wenn Gott ein Gebot gibt, wenn Gott einen Auftrag gibt, dann ist in dem Auftrag auch automatisch die Kraft und die Möglichkeit, dass wir es können. Wenn ich einem jemanden eine Bitte sage oder einen Auftrag gebe, dann ist das nur ein Wort, was ich geredet habe, und dieses Wort kann der andere versuchen auszuführen oder nicht. Wenn Gott etwas sagt, wenn Jesus etwas sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dann ist das, was Gott sagt, durch das Reden Wirklichkeit. Gottes Wort verändert die Umstände. So wie Gott bei der Schöpfung etwas aus dem Nichts schafft, so ist auch das geschriebene Wort. In dem Moment, wo wir es lesen und annehmen, wird das Wort in uns lebendig und kraftvoll und verändert das. Und wir können das, was da steht. Wenn Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Und wenn wir das annehmen, in dem Moment gibt Gott auch uns die Kraft und die Liebe ins Herz, dass wir das können. Die Jünger ließen sich von dieser Liebe Jesu ganz persönlich treffen. Sie ließen sich und ihr Wesen von dieser Liebe Stück für Stück verändern. Und dadurch konnten sie dieses Gebot auch verwirklichen. Sie liebten sich untereinander, wie Jesus sie liebte. Das konnten sie vorher nicht. Und ihre gegenseitige Liebe wurde ihr Erkennungszeichen. Verbunden mit der Kraft des Heiligen Geistes war diese Liebe das Geheimnis auch ihres missionarischen Erfolgs. Die Wirkung, die Jesus hatte während seiner 3,5 Jahre Wirkens auf dieser Erde, war durch die Liebe, dass die Menschen sich angezogen fühlten von ihm und dass sie die Wahrheit, die er verkündigte, und die Liebe, die er ihnen zeigte, ihre Herzen berührt hat. Die 3000, die getauft wurden, waren eine Frucht der Liebe Jesu. Und dass danach Tausende und weitere, viele Tausende bekehrt wurden, war eine Frucht der Liebe der Jünger und der ersten Gemeinde. Dadurch wurde das Christentum zur unbezwingbaren Macht. Das, was wirkt, ist nicht, was wir sagen. Natürlich das auch. Aber wichtiger ist, was wir sagen, ist, wer wir sind, dass wir Jesu Liebe im Herzen haben und dass wir Jesu Liebe weitergeben. Die Liebe ist die stärkste Macht dieser Welt. Liebe ist stärker als Gewalt. Liebe ist stärker als die Sünde. Liebe ist stärker als der Tod. Durch die Liebe konnte das Christentum den Siegeszug antreten um diese Welt. Auch heute noch braucht Jesus veränderte Menschen. Ich glaube, mehr denn je. Ellen White sagt einmal, was die Welt am nötigsten braucht, das ist am nötigsten. Was die Welt am nötigsten braucht, sind Menschen, die von Jesu Liebe erfüllt sind und diese Liebe anderen weitergeben. Und sie sagt, wir würden 100 Bekehrungen haben, wo wir jetzt nur eine haben, wenn wir diese Liebe so weitergeben, wie Jesus sie weitergegeben hat. Jesus braucht Menschen, in deren Herzen Jesu Liebe brennt. Deswegen lass dich von Jesu einzigartiger Liebe persönlich treffen.
öffne dein Herz für Jesu Liebe. Und wenn Jesus und seine Liebe in deinem Herzen ist, dann wird Jesus dein Wesen und dein Leben verändern. Und dann wirst du anfangen, deine Familie, deine Gemeinde, deine Mitmenschen mit anderen Augen zu sehen. Natürlich hat Jesus gesehen die Fehler seiner Jünger, die kannte er. Aber die Liebe zu ihnen hat dazu geführt, dass er ihnen helfen wollte, für sie war. Er wusste, Petrus würde ihn verleugnen, das wusste er, er hat ihm ja gesagt. Aber er hat ihn nicht aufgegeben. Er hat für ihn gebetet. Wenn wir Jesu Liebe im Herzen haben, werden wir unsere Mitmenschen so sehen, wie Gott sie sieht. Dann wirst du anfangen, deine Mitmenschen so zu lieben, wie Jesus Christus dich liebt. Jesus möchte nicht an einzelnen Taten oder Gewohnheiten von dir herumdoktern. Natürlich, das macht er auch. Aber das Entscheidende ist, Gott möchte unser Herz verändern. Unser Wesen. Und wodurch? Durch seine einzigartige, verändernde Liebe. Denn auf die Liebe kommt es an. Die Liebe ist das Entscheidende. Eine Geschichte dazu. Vor einigen Jahren trafen ein junger Missionar und seine Frau in Thailand zu ihrem missionarischen Einsatz ein. Zuerst lernten sie natürlich die Sprache, um sich dort verständlich machen zu können, um mit der Kultur sich vertraut zu machen. Und eines der ersten Dinge, die sie zu lernen hatten, war die Fußetikette. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal in Thailand war. Das klingt für uns ziemlich seltsam, aber in Thailand sind die Füße unrein. Und wenn man sitzt, wedelt man dort nicht mit dem Fuß herum oder zeigt mit dem Fuß auf irgendetwas, weil die Füße, die sind schlecht. Und weil der junge Missionar aus den USA kam, hatte er die Gewohnheit, seine Beine übereinander zu schlagen und er hatte Schuhgröße Nummer 46 und mit seinen Füßen ein bisschen zu wackeln. Aber das war für die Thailänder höchst unanständig. Sowas darf man dort nicht tun. Es wurde nicht nur als unzivilisiert und unhöflich betrachtet, sondern es war sogar ungesetzlich. Es gab sogar ein Gesetz, was das verboten hat. Das wurde ihm besonders deutlich, als er bei einer Gerichtsverhandlung vom Gerichtsdiener angewiesen wurde, beide Füße auf den Boden zu stellen und sie dort auch zu lassen. Andere Kultur, andere Gesetze. Diese Abneigung gegen Füße bestimmte auch den Inhalt von Gesprächen. Man konnte mit Freunden fast alle medizinischen Probleme diskutieren, aber nicht die Füße. Füße waren noch schlimmer als Ruhr und als die Pest. Jede Erwähnung von Füßen bzw. vom gesamten unteren Beinabschnitt war in Thailand tabu. Aber der junge Missionar wollte natürlich den Menschen dort gern was vom Evangelium erzählen. Er wollte ihnen vom Kreuz von Golgatha erzählen. Aber das hatte nicht die Wirkung, die er sich erhofft hatte. Denn dort, die meisten Menschen, die dort leben, glaubten an ihre Inkarnation. Dass jemand stirbt und wieder aufersteht und wieder weiterlebt, war für sie nichts Besonderes. Also war auch Jesu Tod und Auferstehung für sie etwas, ja, was sie nicht irgendwie besonders berührt hat.
Sie dachten einfach, bestimmt hat dieser Jesus in seinem früheren Leben etwas Schreckliches getan, sonst hätte er nicht diesen furchtbaren Tod sterben müssen. Die Frage war von diesem jungen Missionar, wie kann ich einem Buddhisten das Kreuz erklären? Und dann geschah etwas Besonderes. Ein Freund des Missionars, ein frommer Buddhist, kam zu Besuch. Und er erzählte, ein Bekannter von mir, ein Mönch, will in seinem Kloster einen Saal der Weltreligionen einrichten. Und er lässt dich fragen, ob du ihn nicht mal besuchen könntest. Er würde gern deine Vorschläge für Szenen und Schriftworte zur Darstellung der christlichen Religion hören. Gut, sagt der junge Missionar. Ich komme mit. Er hat um Weisheit gebetet, dass Gott ihm zeigt und führt und hilft, was er jetzt tun soll. Schließlich kam ihm eine Idee, die ihm immer mehr zur Gewissheit wurde. An dem vereinbarten Termin fuhr er zu diesem Mönch und er unterhielt sich mit ihm und er ließ sich durchs Kloster führen. Der Mönch zeigte ihm das ganze Kloster. Und jetzt kamen sie zum Ziel ihres Rundganges. Der junge Mann bewunderte die Wandbilder, die bereits fertig waren, von jeder Religion, so ein Bild, was ein typisches Merkmal dieser Religion war. Und dann setzten sie sich. Der Mönch gab erstmal seine Vorstellungen bekannt und fragte dann, was glauben Sie, was ist der Kern des Christentums? Und der junge Missionar schlug, und ihr habt es bestimmt schon erraten, er schlug Johannes 13 auf und las dem Mönch in der Thai-Sprache das ganze Kapitel vor, Johannes 13, von der Fußwaschung Jesu, wie Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Der Mönch sagte nichts, während er las. Aber der Missionar fühlte eine eigentümliche, fast andächtige Stille und Kraft. Als er zu Ende gelesen hatte, schaute der Mönch mit völligem Unglauben in die Augen des jungen Missionars und sagte, wollen Sie damit sagen, dass der Begründer Ihrer Religion seinen Schülern die Füße gewaschen hat? Das Gesicht des Mönches war voller Staunen und Erschrecken. Er war sprachlos. Und genauso ging es dem jungen Missionar. Die waren beide gefangen von der Dramatik dieser Szene. Aber dann verwandelte sich der Gesichtsausdruck des Mönches in andächtige Ehrfurcht. Jesus, der Begründer des Christentums, hatte tatsächlich die schmutzigen Füße von Fischern angefasst und gewaschen. Und das war für diese Kultur, wo die Füße unrein sind, der größte Ausdruck von Liebe, von Wertschätzung. Dieses einzigartige Beispiel, das Jesus uns mit dieser Fußwaschung gegeben hat, ist ein Ausdruck seines ganzen Lebens, ist ein Ausdruck seines Wesens. Es ist ein Ausdruck seiner selbstlosen, opferbereiten Liebe. Und wenn diese Liebe im Herzen ist, in unserem Herzen ist, dann ist das nicht nur eine sentimentale, gefühlsmäßige Liebe, sondern ich bin bereit, auch für meinen Bruder, für meine Schwester, für meinen Nächsten Opfer zu bringen, mich für ihn, für sie einzusetzen, ihnen zu dienen. Jesus, als dein Schöpfer und Erlöser, möchte diesen tiefsten, erniedrigsten Sklavendienst an dir praktizieren. Er möchte dir deine Füße waschen. Er möchte dich mit seinen liebevollen Händen berühren
und deinen Schmutz abwaschen. Deshalb lädt Jesus dich ein, dass du dein Herz für ihn öffnest, für seine Liebe öffnest. Er möchte dir seine Liebe nicht nur bereichern bei der Fußwaschung, sondern jeden Tag. Er möchte seine Liebe für immer in dein Herz hineinlegen. Dass wir jeden Tag seine Liebe, uns mit seiner Liebe füllen lassen. Und dass wir jeden Tag seine Liebe schätzen. Und je mehr wir auf Jesus schauen, je enger wir mit Jesus verbunden sind, desto mehr wird auch Jesu Liebe unser Herz erfüllen. Und ich wünsche mir das, dass wir heute bei diesem Abendmahl Jesu Gegenwart spüren, Jesu Liebe in unserem Herzen spüren und erleben, dass wir unser Herzen öffnen für Jesu Liebe und dass Jesus seine Liebe in unser Herzen ausgießen möchte, heute und an jedem weiteren Tag. Amen. Ich darf alle, die heute anwesend sind und die ihr Leben Jesus übergeben haben, mit Jesus leben, einladen, am Abendmahl teilzunehmen und an der Fußwaschung teilzunehmen. Und ich lese jetzt noch einmal die Verse, die wir eben schon mal gelesen haben in der Predigt über Johannes Kapitel 13, als Einleitung für die Fußwaschung. Und ich darf euch bitten, dazu aufzustehen. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge, zum Vater. Und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, aber Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Da stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu ihm: Herr, solltest du mir die Füße waschen? Jesus antwortete ihm und sprach: Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm: Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Spricht zu ihm Simon Petrus: Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm: Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden, denn er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter, darum sprach er: Ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Apostel nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut.